just let me go up in under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Nevergiss. Hey, du bist ja ganz woanders, als du letztes Mal warst und bla 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 bla. Ja, ich kann das auch erklären, und zwar... Achso, F1. Und zwar liegt das daran, ich habe ja gerade gesagt, dass ich Besuch bekommen habe. Das war gestern, also da war jemand an der Tür und das war Besuch für mich. Und ja, war ein bisschen doof. Demnach geht's jetzt weiter. Ich wollte mal was ausprobieren, und zwar... Ist alles richtig? Okay. Moment, haben wir hier irgendwas zu essen drin, was vielleicht ein bisschen mehr bringt als... Äpfel, nee, gar nicht. Jetzt mal das rohe Hühnchen. So. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal zum Lager, denn ihr habt sicherlich schon gemerkt, wir brauchen unbedingt wieder Steine. Und wir wollen ja die Mauer fertig kriegen. Ich habe jetzt auch so gemacht, ich möchte gerne die Mauerteile alle gleich benennen. Das heißt, die große Mauer habe ich das genannt. Und ich werde da jetzt einfach immer römische Zahlen davor schreiben, weil ich das ziemlich cool finde. Oh, das gefällt euch auch. Das ist einfach dann irgendwann so, wenn man später mal zurückschaut, die große Mauer 10 oder so. So, so richtig, dass du dann so wirklich siehst, okay, da hat er was Richtiges gebaut. Ich mache hier mal zu. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Mein neues Mikro ist übrigens immer noch nicht da. Ich finde es echt nervig. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich muss mich doch immer noch mal informieren, was genau da jetzt passiert ist, weil irgendwie habe ich das zum Bahnstreik, zum Poststreik habe ich das bestellt, als sie gestreikt haben. Und bis jetzt ist nichts passiert. Ich hoffe nicht, dass das untergegangen ist irgendwie. Weil ich hatte mir es schon bestellt. Also nicht wundern, ich hatte mir das neue Mikro schon bestellt. Aber irgendwie kommt da nichts. Wo haben wir denn Nahrung? Nahrung ist hier oben, gell? Nee. Hier haben wir Nahrung zum Beispiel. Kann ich die Knochen mal da rein tun und dann nehme ich mal ganz kurz mal hier ein bisschen Leder mit. Und dann würde ich gerne mal probieren. Moment. Ja, da brauche ich noch. Ich glaube, da brauche ich noch Stricke von Spinnen, kann das sein. Denn ich möchte mir gerne diese gecrafteten Dinger da bauen, diese Rucksäcke. Wie ging das? Das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen dauern. Ach, siehst du, so geht das. Gebundenes Leder. Nein, das haut ja hin, genauso wie brauche ich. Jetzt müssen wir das aber noch brennen, das weiß ich noch. Ofen habe ich hier, glaube ich, nicht drin, ne? Öfen. Wir müssen das noch brennen. Und dann kann man daraus einen Rucksack machen und ich glaube sogar einen großen kriegt man da dann raus. Bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Und einigen wird es auch aufgefallen sein, wir spielen momentan mit einer anderen Musik, mit einer etwas treibenderen. Das ist meine Isaac-Playlist. Da ich momentan ja kein Isaac spiele, ist die Playlist nicht mehr so drinne. Die Musik ist zwar auch in dem normalen Spiel mit drinne, aber jetzt habe ich hier keine Kohle. In dem normalen Minecraft-Playlist mit drin, aber ich hatte gerade ein bisschen gesagt, ehrlich gesagt, keinen Bock auf die normale Minecraft-Playlist. Deswegen habe ich mich jetzt einfach entschieden, mal die Isaac-Playlist zu nehmen. Wenn es aufgefallen stoßen sollte, dann in die Kommentare damit. Ansonsten werde ich dann natürlich demnächst wieder die normale nehmen. Aber heute hatte ich gerade mal Bock. Wenn man schon so eine Mauer baut, dann wenigstens mal das. Ich brauche ein bisschen Kohle. Wo war denn Kohle? Kohle ist gar nicht hier. Kohle ist drüben. Lalala. Lalala. Ach, ist das schön, wieder in der Gegend hier zu spielen. Das sage ich jedes Mal, wenn ich wieder in eine neue Gegend reingehe, aber es ist auch so. Hier haben wir noch Eisen ohne Ende. Hier haben wir ein bisschen Kohle. Vor allem ein bisschen ist gut. Minium Stay irgendwas. Ich sehe das im Nebengrund. Ich nehme ja Minecraft nicht mehr auf, im vollen Fenstermodus auf, sondern ich nehme Minecraft jetzt im 1600x900 Fenstermodus auf.
damit ich erstens eine bessere FPS-Zahl erreiche und zweitens einen keine schwarzen Streifen mehr im Bild habe. Ich bin ja momentan hart am Kämpfen, damit dass ich endlich mal richtig aufnehmen kann. Ich nehme ja eigentlich alle meine Spiele, viele die länger zuschauen wissen das vielleicht oder haben es gemerkt, ich nehme ja eigentlich alle meine Spiele, die ich spiele, nämlich in 20 bis 25 FPS auf, weil irgendein Komponent auf meinem PC nicht ausreicht für 30. Ich weiß aber bis jetzt immer noch nicht, was es für einer ist, und ich habe auch niemanden in meiner Freundschaft, sage ich mal, der sich so gut auskennt, dass er mir das sagen könnte. Das ist das Problem dabei. Nehmen wir mal Effizienz, kommt runter, das ist der Glücksgel, genau. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt vielleicht noch eine Kiste brauche. Oder so. Kann ich gar nicht sagen, so. Nehmen wir schon einen Kaffee. Diesen Kaffee werde ich jetzt trinken. Und eigentlich steht mir neben mir noch Ragu Feng, aber das habe ich jetzt so irgendwie verpatzt zu essen, bevor ich anfange mit aufnehmen. Ah, das ist ja nicht so wild. So, hier gleich so Kaffee um. Ja, was das jetzt ist mit dem neuen Mikrofon, wann das kommt, weiß ich nicht genau. Ich wollte auch seit Ewigkeiten den zweiten Bildschirm anschließen, den ich hier gekauft habe. Den hat meine Mutter momentan in Gebrauch. Das wird aber alles, sage ich euch gleich, das wird sich alles ergeben, sobald ich in der neuen Wohnung wohne. Ich habe ja jetzt, heute ist der 23. Ich ziehe ja eigentlich, sozusagen, also es klappt, am 1.6. meine eigene Wohnung. Da wird es dann auch Vlogs zugeben und so einen Spaß. Und da kommt dann besseres Internet, da wird wieder gestreamt, aber wenn alles klappt, so wie ich möchte. Aber rein theoretisch sollte es eigentlich funktionieren. So, oh. Nicht wegwerfen, das gute Essen. Jetzt müssen wir mal schauen, wenn ich jetzt so mache. Großer Rucksack, drücke Shift für mehr Informationen. Das war dann Shift. Ah, großer Rucksack, Tier 3. Sehr schön. Dann tue ich das gegerbte Leder mal hier rein. Nehme ich den großen Rucksack und dann schauen wir mal. Bam, das ist doch mein Rucksack. Da können wir nämlich ordentlich schön viel Zeug mitnehmen. Endlich haben wir mal einen. Wurde auch Zeit, ich habe ewig ohne Rucksack gespielt. Und jetzt können wir mal hier runtergehen und uns mal ein bisschen Stein mitnehmen, meine lieben Freunde. Haben wir hier noch was, was wir jetzt brauchen, so vielleicht? Welche Schütze? Ne, eigentlich ist hier jetzt nichts Spannendes drin. Ne. Okay. Hier war auf der Seite nichts. Okay, dann fangen wir mal hier an. Kann man irgendwie die... Ich glaube, man konnte irgendwie die ganze Truhe auf einmal leeren. Ich weiß aber nicht, wie das geht. So, da packen wir uns hoch. Ich hab mal mit Stein voll. Machen wir mal kurz so. So. Was soll wie gehen? Oh, wie ging das? Ich weiß aber nicht wie. Super, okay. Das heißt, jetzt kommt das wieder dahin, dann kommt das dahin, dann kommt da. Das dahin. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen mehr Stein mit. Klack, 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 klack. Und klack, 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 klack. Jetzt habe ich alles für den Nether gespart, aber so geht's ja auch. So, wenn das mal nicht reichen soll, weiß ich auch nicht. Und ich sehe gerade ein paar freundliche Gesichter. Nehmen wir alles mit. So. Drauf da, drauf da, drauf da. Ja, komm schon. Irgendwie finde ich, funktioniert die immer noch suboptimal. Irgendwie ist sie immer noch suboptimal.
Ich weiß aber nicht, wie ich die hier noch ändern sollte. Komm du auch noch, keine! Geh doch. War immer noch nicht tot. Würdest du jetzt langsam mal sterben? Okay. Dann gehen wir halt hoch. So, okay. Super. Wie das mit dem Petbat-Modus funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Also man kann ja auch Fledermäuse irgendwie züchten in den Mods, die ich drin habe, aber... Anscheinend habe ich da nicht die Qualifikation dazu. Egal. Hier ist mein Creeper explodiert. Meine Maus hat's gerade gehackert. Was war das denn gerade? So. Oh, eine Hexe. Was droppt sie? Naja. So, die auch tot? Ach du Kacke, was ist das denn? Oh mein Gott, die muss ich jetzt töten, sonst... Nein. Ist das eine neue Methode von denen, dass sie einfach sich dann zurückziehen oder was? Hab ich schon noch nie gesehen. So. Oh, mit Rüstung. Sogar mit Rüstung. Okay. Dann gehe ich mal schlafen. So, und... Nehme ich das mit, dann nehme ich das mit, dann nehme ich das mit. Und dann nehme ich das anscheinend nicht mit. Moment. So, und klack. Da ist gar nichts mehr drin, okay. Okay, Moment. Legt man das bei den ganzen Spaß her? Jetzt nicht so viel. Ich habe verschlafen. So. Dann wollen wir mal. Kurz was essen. Jetzt Spaß hier mitnehmen. Ach, dein Ernst. Na gut, ich war da kaputt gemacht. Ein bisschen, okay. Ist ja auch egal, Moment, dann können wir ja theoretisch eigentlich... Man muss ja noch ein paar Dinge verarbeiten, von daher... Ist das unwichtig, dann baue ich jetzt hier einfach... Komplett so eine Mauer rein.
Wir müssen auch Fackeln unbedingt machen, dass dann halt hier, wo wir schon gebaut haben, halt nichts mehr spawnt. Das wird auch wichtig werden. Denn aus diesem Grund bauen wir die Mauer, ja. Damit halt hier drinnen keine Monster mehr spawnen. Also innerhalb der Mauer wird dann alles ausgeleuchtet und dann spawnt hier drinnen gar nichts mehr. So, dann nehmen wir mal den Stapel jetzt hier. Und ziehen mal die erste Mauer hier nochmal. So. Und dann machen wir das einfach fertig. Ich ziehe es einfach hier. 64er rein. Dann reicht es ja genau. So, ist sowas passiert. La 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 la.